Bitte hört auf, mir Links von den deutschen Wirtschaftsnachrichten zu schicken. Erst einmal, wer produziert überhaupt die deutschen Wirtschaftsnachrichten? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es wird grundsätzlich nicht genannt, wer die Artikel überhaupt schreibt. Es gehört zum Selbstverständnis einer freien Presse, dass ersichtlich ist, wer die Inhalte eines Nachrichtenmediums überhaupt erstellt. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten weigern sich seit Jahren, öffentlich zu machen, wen sie eigentlich beschäftigt. Autorennamen im Impressum? Nicht einmal da. Stattdessen: Ein Team von Wirtschaftsjournalisten, Korrespondenten und Reportern recherchiert und analysiert die Ereignisse. Das Online-Portal will also um Biegen und Brechen nicht verraten, wen es eigentlich beschäftigt. Was schade ist, denn so werde ich nie erfahren, wer eigentlich die tollen, überhaupt nicht suggestiven Bilder raussucht, auf denen EU-Beamte immer lachen, wenn sie vorgeblich etwas Furchtbares tun. Steuergelder versickern. Draghi will Geld der Deutschen. Draghi bricht Recht. Gefahr für Steuerzahler. 1 Billion Euro. Aber lasst euch von der guten Laune nicht täuschen. Denn diese Penner wollen euch am Boden sehen. Hier eine typische Meldung. Enteignung. Die deutschen Sparer werden wie Schafe zur Schur geführt. Das Endspiel hat begonnen. Und es geht noch schlimmer. Mario Draghi wetzt die Messer. Ach jo, jo. Worum geht es im Artikel? Die Europäische Zentralbank hat beschlossen, die Zinsen nicht zu erhöhen. Die schockierende Meldung: Alles bleibt, wie es ist. Okay, ernsthaft. Es geht darum, dass wenn man sein Geld auf die Bank bringt, dass man darauf momentan so geringe Zinsen bekommt, dass der Wert mittelfristig durch die Inflation wieder sinkt. AKA, das habe ich ja noch nie gehört. Aber schlottert nicht, deutsche Sparer. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten erkennen einen neuen Sheriff in der Stadt. Einzig Georg Fahrenschuhn vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband muckt auf und spricht von der Enteignung der Sparer durch die EZB. Georg Fahrenschuhn, Präsident der Sparkassen, der einsame, tapfere Ritter im Kampf gegen Ungerechtigkeit gegenüber Banken. Fahrenschuhn sagt, dass die niedrigen Zinsen Sparer verunsichern und Vermögenswerte zerstören. Die Sparer klingt immer so nett und bodenständig, aber über wessen Vermögen sprechen wir eigentlich? Das ist die Vermögensverteilung in Deutschland. Die reichsten 10% besitzen über 60% des Vermögens. Das reichste Drittel sogar über 90%. Das ärmere Drittel der Bevölkerung in Deutschland besitzt gar nichts oder hat sogar Schulden. Und der mittlere Rest? Naja. Wenn also der Präsident der deutschen Sparkassen davor warnt, dass Vermögen zerstört würden, wessen Vermögen wäre da wohl hauptsächlich betroffen? Die deutschen Wirtschaftsnachrichten schüren ständig Angst vor einer Enteignung der Vermögenden. Und dass sie als stolzer Werbepartner offensichtlich finanziell durch die Sparkassen unterstützt werden, lässt die Sache natürlich erst richtig Spaß machen. Und wie wir enteignet werden? In dieser Meldung werden wir allein im Teaser kalt, brutal und eiskalt enteignet. Im weiteren Verlauf des Artikels dann nochmal brutal, dann knallhart, dann mit äußerster Brutalität, dann auf einmal doch irgendwie heimtückisch. Es ist im Endeffekt einfach das nackte Grauen. Aber mein absoluter Lieblingsartikel bleibt der hier. Schäuble fordert Umbau der Demokratie, will er eine Monarchie. Artikelinhaltsangabe. Es gibt einen einzigen konkreten Vorschlag, den Finanzminister Schäuble geäußert hat, auf dem diese ganze Meldung fußt. Er fände es schön, wenn es in Europa mehr direkte Demokratie gäbe, indem die Bürger in Zukunft den Kommissionspräsidenten der EU direkt wählen. Klammer auf, bisher wird dieser ernannt von den Staats- und Regierungschefs der EU-Länder und den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, sprich nicht von euch, Klammer zu.
Schäuble fordert also mehr Bürgerbeteiligung. Oder wie es bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten heißt, Monarchie. Warum Monarchie? Weil Schäuble außerdem gesagt hat, dass man in der modernen Welt mit globalem Waren- und Dienstleistungsaustausch heutige Regierungssysteme überdenken muss. So existiert zum Beispiel der sehr reale Umstand, dass Großkonzerne heute frei von Ländergrenzen agieren und dass man politisch darauf reagieren muss, damit zum Beispiel multinationale Banken die Weltwirtschaft nicht wieder ohne jede Regulierung vor die Wand fahren. Oh, aber Regulierung von großen Unternehmen? Nicht mit den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Denn denkt man dieses Konzept zu Ende, landet man bei einer Art der globalen Monarchie. Das ist ein interessanter Ansatz, führt aber zu einer wichtigen Frage. Auf welchem Planeten? Auf Kepler, lol, don't care? Und genau das meine ich. Leser der deutschen Wirtschaftsnachrichten sind die ersten, die ankommen und rumbrüllen, dass die Politiker zu viel Macht haben und wir mehr direkte Demokratie vom Volk brauchen. Und in dem Moment, wo jemand sagt, hey, warum lassen wir das höchste Amt Europas eigentlich von Politikern auswählen und nicht direkt von den Bürgern? Sogar dann schafft es dieses Online-Käseblatt noch, die Stimmung irgendwie so zu drehen, dass ihre eigenen Leser dagegen sind. Schaut euch die Kommentare an. Bevölkerung verraten und verkauft. Wetzt schon mal die Mistgabeln. Warum lässt sich das deutsche Volk so etwas gefallen? Wer wird der Weltkönig? Und wisst ihr, was das Schönste ist? Bei einem anderen Artikel der deutschen Wirtschaftsnachrichten, wo ein hoher EU-Beamter sich gegen eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten ausspricht, was sind da wohl die Kommentare? Eine Frechheit. Absurd. Das europäische Terrorregime. Ich fühle mich politisch vergewaltigt. Das sind die Leser der deutschen Wirtschaftsnachrichten. Sie fressen jeden Knochen, der ihnen vors schäumende Maul geworfen wird. Aber wie sollen sie jemals aus dieser Empörungsblase rauskommen? Einfach wird sie jedenfalls nicht. Das hier ist nochmal der komplette Schäuble-Monarchie-Artikel. Hier gelb eingeblendet sind die weiterführenden Quellen, auf die sich das Magazin beruft. Und ihre Quellen sind... Sie selbst! Wunderschön! Thematische Links, um die Leute auf der eigenen Homepage zu halten, sind an sich Standard. Aber kein normales Nachrichtenmagazin verlinkt ausschließlich sich selbst. Aber an der Stelle bin ich mal verschwörerisch und stelle Folgendes zur Debatte. Dieses Magazin möchte nicht, dass ihr euch mit Themen kritisch auseinandersetzt, dass ihr verschiedene Quellen gegeneinander abwägt und dass ihr schaut, was euch am meisten überzeugt. Dieses Magazin will euch nur auf seiner Seite halten. In ihrer Interpretation der Dinge, in ihrer Meinung. Und darum geht es. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten bekommen ihre Meldungen von derselben Quelle wie die anderen großen Magazine auch. Von den großen Agenturen, Reuters und dpa. Mit dem einzigen Unterschied, dass die deutschen Wirtschaftsnachrichten jedes Mal noch fett ihre Meinung reinschreiben, dass der Euro blöd ist und Politiker dich auslachen. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten sind keine Nachrichten. Sie sind eine anonyme Meinungsmaschine für national-konservative, früher war alles besser Überzeugungen. Was auch völlig legitim ist. Ich meine, jedem sein Weltbild und jeder soll glücklich werden, wie er ist und der Erfolg gibt ihnen recht. Aber hört auf, es Nachrichten zu nennen. Es sind keine Nachrichten. Es sind die deutschen Fox News. Und bitte hört auf, mir Links davon zu schicken. Danke.